Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Kategorie Ist das cool oder kann das weg? Ich liebe das. Es geht um Produkte von Luvia. Und zwar haben die neue Tools rausgebracht. Luvia kennt ihr bestimmt alle. Ich habe es schon oft empfohlen. Ich mag die Pinsel von Luvia total gerne. Das sind vegane Pinsel mit sehr weichem Nurei-Haar, so heißt das. Und ich empfehle die immer gerne weiter für alle, die auf der Suche sind nach einem schönen Pinselset, weil sie noch nichts gefunden haben und etwas Gutes suchen, was preislich nicht ganz so hoch liegt. Also das ist ja auch wieder bei Pinseln, ist es ja auch wieder so, nach oben hin ist ja immer alles offen. Und Luvia macht sehr schöne Pinsel, sehr schöne Pinselsets. Man bekommt aber auch Pinsel dort einzeln. Und jetzt haben sie was Neues rausgebracht, diese zwei Schätzchen hier. Das hier ist ein Make-up-Puff-Set. Elegance, sehen auch total elegant aus, muss ich dazu sagen. Latexfrei und für alle Hauttypen geeignet. Das ist dafür gedacht, ich habe mal eins hier ausgepackt, um Make-up aufzutragen. Das werden wir heute gemeinsam ausprobieren. Das Ganze sieht so aus, ist super weich. Ich habe das schon gereinigt, einmal so einfach mit meiner Kernseife so ausgewaschen und werde das heute anwenden und ausprobieren mit euch gemeinsam. Und das andere ist ein Powder Puff Set. So sieht es aus. Und hier ist der ausgepackte. Auch den habe ich schon sauber gemacht. Der liegt so gut in der Hand. Ich habe den ausgepackt und der ist richtig schwer gefühlt. Also es ist nicht nur so ein leichtes, weiß ich nicht, Fellteilchen, sondern das hat eine gewisse Schwere auch. Hier ist so ein Bändchen dran, wo man die Finger reinstecken kann. Das ist auch dehnbar. Und damit kann man eben Puder auftragen und man kann es gut mitnehmen. Das steht zumindest auf der Beschreibung, also für unterwegs, um nochmal Puder nachzutragen. Und es soll auch noch Puder einsparen. Also das fand ich total interessant, so dass ich es gerne ausprobieren wollte. Und damit starten wir jetzt. Ich hatte übrigens das Make-up-Puff-Set. Da ist beides drin. Also einmal der fürs Make-up und einmal der für Puder. Und die beiden habe ich jetzt schon ausgepackt, die testen wir. Und wie gesagt, die gibt es auch einzeln. Also jeweils im Doppelpack für Make-up und für Puder. Ich nehme die Dior Forever Skin Glow Foundation. Die funktioniert bei mir ganz gut und passt auch farblich im Moment toll. Und dann starten wir einfach mal los. Wie macht man das? Ich stecke jetzt meine Finger hier rein in dieses Satinbändchen und nehme diesen Make-up-Puff zur Hand. Und jetzt gebe ich das einfach hier drauf. Ein Pump-Hub ungefähr. So sieht das Ganze aus. Und dann mal los, ne? Ich fange mal hier mit meiner rechten Gesichtshälfte an. Ich weiß gar nicht, ob man streicht oder tupfen soll. Ich werde es einfach so nach Gefühl machen. So wie das, glaube ich, jeder macht, der das dann neu zu Hause hat. Und wenn ich das so aufgetragen habe, in streichenden Bewegungen, dann tupfe ich auch direkt, um das besser so in die Haut einzuarbeiten. Und ja, jetzt, wo ich das gemacht habe, fällt mir auf, das geht ja kinderleicht. Ich würde sagen, Zeitersparnis, ja. Schöner Auftrag, ja. Sieht gut aus. Ist alles gleichmäßig verteilt und ging jetzt echt flott. Macht einen guten ersten Eindruck. So weiter. Pump, pump. Zack, zack, zack. Grob verteilen, hin und her wischen. Über die Wange bis über die Ohren und auch am Hals runter. Nase. Und danach ein bisschen klopfen. Und dann sind wir auch schon fertig. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ist jetzt echt eine First Impression, ein erster Eindruck von mir. In Echtzeit. Ich wollte euch das volle Gefühl mitgeben. Wow. Wow. Also das begeistert mich gerade. Finde ich richtig, richtig gut. Ihr habt es ja gesehen jetzt. Wie schnell das ging und auch mit dem Ei. Das ist total weich und sieht dabei noch so hübsch aus. Also das kann ich mir gut vorstellen, das weiterhin zu benutzen. Da hat man keine dreckigen Finger, die man danach waschen muss. Das Produkt ist direkt hier drauf gekommen, verteilt, eingearbeitet. Ist ein echt cooles Helferlein, glaube ich. Ich bin jetzt schon begeistert und würde sagen, das bekommt schon mal von mir die Note 1. Wer sowas sucht, ist eine tolle Alternative zu Pinsel oder Make-up-Schwamm. Auf jeden Fall. Ne, sonst nehme ich ja mal das hier ganz gerne. Jetzt weiß ich natürlich nicht beim Concealer, wie sich das damit verhält. Aber das hat ja hier auch eine Spitze. Und ich glaube, man kann das auch so knicken, so ein bisschen, dass man jetzt den Concealer auch gut einarbeiten könnte. Probieren wir mal aus. Dann nehme ich auch einen Dior Concealer. Das ist der aus der Backstage-Reihe. Dior Backstage in der Farbe 3N habe ich den hier.
Da ist so ein kleines Pinselchen dran, damit kann man das präzise auftragen. So, und dann gebe ich mir gerne mal noch ein bisschen hier außen am Auge auf. Brauche nicht viel. Jetzt mache ich das mal so, wie ich es gesagt habe. Finger rein, vorne so zusammendrücken. Oh ja, auch das geht gut von der Hand. Kann man auch gut so auf das Augenlid tupfen. Ich finde auch, dass das nicht so viel Produkt schluckt. Also das kommt mir auch noch entgegen, dass ich wirklich das Gefühl habe, das arbeitet das Produkt in meine Haut ein. Es nimmt etwas auf, klar, aber nicht so viel, dass ich dann nichts mehr auf der Haut habe. Es ist genauso, dass es die richtige Menge irgendwie übrig lässt, die meine Haut benötigt. Nicht, dass es so auf der Haut dann schwimmt, weil es das nur hin und her wischt, sondern es nimmt auch ein bisschen was auf. Aber auf der anderen Seite nicht so viel, dass ich das Gefühl habe, jetzt ist mein Concealer weg. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Also das hat mich auf jeden Fall schon mal überzeugt. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt wollen wir natürlich auch schauen, wie das Puderteilchen hier funktioniert, der Powder Puff. Ich habe so das Gefühl, das ist vielleicht noch ein bisschen feucht von außen. Vielleicht ist das noch nicht ganz trocken. Aber hier, das hier ist auf jeden Fall trocken. Und dann nehme ich wie immer meinen Zauberpuder zur Hand. Ich gebe mir ein bisschen was davon in den Deckel. So, habe ich jetzt hier meinen Zauberpuder. Und da gehe ich jetzt hinein und nehme das auf. Und dann mal los. Erstmal den Concealer. Oh. Nochmal ein bisschen was nachnehmen, was jetzt in meiner Hand ist. Wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, dass dieser Puderpuff hier nach und nach das Produkt abgibt. Also ich könnte jetzt, glaube ich, auch, naja, fast, ich wollte jetzt sagen, ich könnte das ganze Gesicht damit machen, das stimmt aber nicht. Dann geht das Produkt irgendwann aus. Aber guckt mal, ich habe kaum was hier rausgenommen. Ich mache das jetzt nochmal, nehme nochmal was auf. So, klopfe ein klein wenig in der Handfläche ab. Und stopfe mir das auf den Rest meines Gesichtes und habe jetzt auch hier wieder das Gefühl, der hat das so in seiner Struktur aufgenommen, das Puder, und gibt es so nach und nach ab. So wie ein Pinsel, wenn man den so aufklopft. Wisst ihr, manchmal nehme ich einen Puderpinsel und nehme damit Produkt auf und dann ist das hier vorne alles dran und dann drehe ich den um und dann klopfe ich den so. Dann fallen die Puderpartikel in den Pinsel hinein und wenn ich dann über mein Gesicht streiche, habe ich immer das Gefühl, da kommt von innen immer noch ein bisschen Puder nach, sodass sich das gleichmäßiger verteilt. Und das Gefühl habe ich jetzt witzigerweise mit diesem Puderpuff hier auch. Ein kleines bisschen nehme ich immer noch auf, aber wirklich nur so ein Fitzelchen. Und pudere nochmal so nach und bin total zufrieden. Das sieht gut aus. Wirklich. Was mir auffällt, ist, dass der natürlich jetzt auch ein bisschen was von der Foundation aufnimmt, glaube ich. Ist ja auch nicht verwunderlich. Aber fertig. Jetzt habe ich meine flüssige Foundation und mein Puder damit aufgetragen. Bin einigermaßen begeistert. Ich würde mich dann jetzt mal fertig schminken, also meine Augenbrauen, Lippenstift auftragen, Bronzer und vielleicht ein bisschen Blush oder Highlighter auftragen. Und dann sehen wir uns noch mal ganz kurz zum Fazit. Ja, da bin ich wieder fertig geschminkt. So sieht das Ganze dann aus. Ich finde, es hat auch ein sehr, sehr schönes, ebenmäßiges Hautbild gemacht mit der Foundation und das mit dem Puder auch toll. Und ich bin einigermaßen begeistert. Das können tatsächlich, obwohl ich anfangs echt skeptisch war bei so neuen Sachen, denke ich manchmal, es ist vielleicht auch Spielerei und das braucht man nicht wirklich und so. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Make-up-Puff hier, der hat mir jetzt im Auftrag so viel Freude gemacht und das ging so schnell von der Hand, den werde ich weiter verwenden und der könnte tatsächlich auch mein Make-up-Ei so langsam aber sicher dann verdrängen, wenn ich den jetzt immer nehme. Zum Glück habe ich ja noch zwei, die kann ich dann immer austauschen. Ne? Wenn ich einen wasche, kann ich den anderen benutzen und so. Toll, den finde ich richtig, richtig cool. Und auch dieses Puderteil hier. Ich werde es mir jetzt mal in die Handtasche stecken und einfach mal gucken, wie das so ist für unterwegs. Nochmal so nachtragen, kann ich mir aber auch gut vorstellen. Das liegt so gut in der Hand und es fühlt sich so gut an. Und das hat das auch toll gemacht mit dem Puder. Und ja, Fazit, das ist cool.
Dankeschön an die Marke Luvia, dass ich das ausprobieren durfte. Die haben mir die Sachen nämlich zugeschickt. Das ist allerdings kein gesponsertes Video. Also ich bekomme hier kein Geld oder so. Werbung steht da oben immer, weil ich immer Markennamen nenne. Das wisst ihr schon von mir. Wenn es eine Kooperation ist, schreibe ich das da oben dazu. Da steht da in Kooperation mit oder so, ne, oder unterstützt durch, bla. In dem Fall ist es nicht der Fall. Da steht da oben nur Werbung, weil ich die Marke erwähne und weil ich das halt eben jetzt hier mit euch ausprobiere. Und wahrscheinlich auch, weil ich es unten in die Infobox reinschreibe. Es ist aber kein bezahltes Video. Das wollte ich nur noch mal ganz deutlich dazu sagen. Für alle, die das vielleicht nicht wissen oder das sich zwischendurch mal fragen, warum steht da immer Werbung? Das ist der Grund, das muss da stehen. Und ja, die anderen Produkte, die ich heute verwendet habe, schreibe ich euch einfach mit in die Infobox rein, falls euch das interessiert. Ansonsten schreibe ich euch auch diese zwei schönen Produkte hier als Link mit in die Infobox, falls ihr danach schauen möchtet. Und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen und euch im besten Falle einfach nur ein bisschen unterhalten. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund, passt gut auf euch auf und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!